für die Umstände, aber wir schützen unsere Anlage gern vor dem neugierigen Blick der galaktischen Behörden. Komm, du hast dich als würdig erwiesen. Der Vulkanpass liegt auf der anderen Seite der Grotte. Aber du musst wissen, dass dort ein gefährlicher Verbündeter lebt. Die meisten von uns halten sich von ihm fern. Wieso? Was hat er getan? Weißt du, einen von Erfahrungen hat das Morden angegriffen. Barcelons Außenposten in Kartas gelassen. Der sichere Bellenkram. Oh, na bitte. Oh, nicht schon wieder. Tu mir den Gefallen und schnapp dir diesen Freibot, okay? Die Drecksdinger bleiben nie in ihrem Schloss. Was ist das denn hier? Zack. Und jetzt wirf ich zu, Fremder. Und willkommen in der Grotte. Dann müssen wir uns wohl drum kümmern, würde ich sagen. Yeah. Der Dynamo des Unheils. Dies ist die Waffe für den energischen Abenteurer. Zahlenmäßig unterlegen? Kein Problem. Diese ferngesteuerte Kugel gleicht alles wieder aus. Einmal aktiviert, steuert man sie über das Schlachtfeld und schaltet den ganzen Haufen aus. Der Dynamo des Unheils. Erhältlich nur bei Grummelnet. Aber bitte nicht mit den Six Axes steuern. Willkommen im Grummelnet Waffenladen. Schön mit ihm geschehen. Die Geräusche, die sie machen. Sorry. Entschuldigung. Nummer 1. Mr. Zorkon, langweilt sich. Ist ja gut, Mr. Zorkon. Immer mit der Ruhe. Es gibt bald wieder Action. Okay. Bitte sehr. Los geht's, arbeite, du blöde Maschine! Lausiger Code 11-13! Upgrade. Ja. Kann ich auch irgendwas anderes aufwerten? Ne. Scheiße. Inventar, zack. Was haben wir denn mittlerweile? Zack, nehmen wir das hier. Jo. Alles klar.
So, mal sehen, ob das irgendwie was bringt. Vom taktischen Einsatzteam. Ich habe hier einen harmonischen Batteriebot, der sich weigert, dem Schredder Energie zu geben. Der Schredder. Was ist der Sinn von dem Schredder? Ich erkenne ihn nicht. Wenn ich das sage, hast du den ganzen Tag Zeit. Okay, hier wäre dann glaube ich alles erledigt. Dann gehen wir mal vom Eingang aus links lang. Schauen mal da, ob wir da noch was machen können. Ja, das ist eine. Okay. Muss bestimmt hier oben sein, irgendwo. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Geschafft, Fremder. Der Brenner ist in Betrieb. Ja. Jupp. Damit werden alle drei. Ja. Noch ein Elfstrich-Kreuzer. Ich rede mit den Jungs, um mich zu Ehren Bruder zu entnehmen. So. Whee. No. No. Oh, ich bin so blöde. Warum gehe ich auch wieder zurück? Ich war doch schon fast oben. Naja. Egal. Wir sind wieder im Geschäft, Fremder. Ich rede mit den Jungs, um dich zu Ehren Bruder zu entnehmen. Level 4? Ne, optisch verändert sie sich doch gar nicht. Das war das eine falsche Vermutung von mir. Es tut mir leid. Erst ab Level 5 denn, ne? Wenn sie voll aufgelevelt ist, dann nimmt sie nochmal eine andere Form. Da bin ich mir jetzt schon fast sicher. Okay. Hier ist nichts drin. Alles klar. Auf jeden Fall hat die ganz schön Bums jetzt hinter. Ein aufgeladener Schuss und einer ist weg. Guck mal, wie schnell das auflevelt, habt ihr gesehen? Wir sind jetzt schon wieder bei der Hälfte. Mehr als die Hälfte. Verzeihung, hi. Können Sie mir sagen, wo ich Azimut finde? Oh-oh.
vorbei! Mich machst du nicht so leicht. Sah ein bisschen aus wie der Edenapfel aus Assassin's Creed, wa? Lügen! Du willst mich ermorden! Wer schickt dich? Forcelon? Nefarius? Das sieht ihnen ähnlich, sich nicht zu trauen, selbst zu kommen. Sehen Sie mich an! Ich bin ein Lombax! Die Lombaxe sind fort! Ich erkenne eine Holo-Verkleidung, wenn ich eine sehe. Anscheinend doch nicht. Aber interessant ist, er ist auch ein Lombax. Zwei Sekunden versuchen, mich nicht zu erledigen, damit wir reden können. Hier, für dich. Langsam fängst du an zu nerven. Wie wär's mit einem Barbecue? Hätte ich jetzt schon Bock drauf. Ha, du hättest trainieren sollen, bevor du dich mit mir anlegst. Ja, deswegen kann ich auch überhaupt nicht mithalten, irgendwie. Ja. Hast schon recht. Ich habe lange genug mit dir gespielt. Scheiße, da war irgendwas zum Einsammeln. Ja. Ja. Nein, natürlich nicht. Das ist eine Bombe, ist ja wohl logisch. Ja. Ja. Verarscht, hab dich schon gedacht, wa? Boah, warum hast du dich eingesammelt, du Loser? Ja. Ja. Scheiße. Warum bist du nicht gesprungen, du Loser? Ja. Nicht schlecht! Das grenzt fast an Begabung! Ja. Jetzt habe ich dich! Das gibt's nicht. Du bist Cadens Sohn. Verzeih mir, General Alistair Azimuth. Vierbolt Magistrat der Lombax Praetorianergarde. Hohes Ratsmitglied des Zentrums für weiterführende Lombax-Forschung. Und du, mein lieber Junge, bist das Ebenbild deines Vaters. Ich habe so viele Fragen. Woher kannten Sie ihn? Caden und ich waren Freunde. Er war ein großer Lombax, ein sehr kluger Mann. Er gründete als erster Außenstehender die Existenz der großen Uhr. Und diese Uhr steckt Klenk da drin? Uhr ist eine recht grobe Übersetzung der Runen auf Quantos. Genauer gesagt heißt es Hüter der Zeit. Doch ja, ich glaube, er ist dort. Weißt du, laut fungoidischer Legenden sind die Zoni die Wächter der Zeit. Wenn dein Freund mit ihnen zu tun hat, hat er auch mit der Uhr zu tun. Mann, wo sind bloß diese blöden Dinger? Halt! Mein Vater blieb doch als einziger zurück, als die Lombaxe wegging. Warum sind Sie noch hier? Manchmal hat das Universum einen makaberen Sinn für Humor. Ah, da sind sie. Cadens Hoverstiefel. Bereit für die erste Lektion? Tja, wenn du Nefarius aufhalten willst, musst du lernen, wie du ihn überlisten kannst. Richtig eingesetzt geben dir diese Hoverstiefel genau den Vorteil, den du brauchst. Und jetzt Rücken gerade, Beine im Knie leicht gebeugt und Attacke! Ah, okay, das ist anscheinend das, wovon ich die ganze Zeit geredet habe. Wunderbar. Los, dreh mal lange rum. Okay. Für eine Kurve musst du dein Gewicht verlagern. Die Booster sorgen für den Rest. Eben, warum bist du so schnell? Fährt er die ganze Zeit über Booster oder was? Wie wird man schneller? Ein Lombax nach meinem Geschmack. Versuche zu beschleunigen. So, Junge, Ich habe hier einen kleinen Trainingsparcours aufgebaut. Komm wieder, wenn du bereit bist, es zu versuchen. Yay! Voll bin ich bereit, wo bist du? Tja, den Grundkurs hast du jetzt bestanden. Probieren wir jetzt etwas Schwierigeres, wie diesen Hoverstiefel-Parcours. Ja! Okay. Nicht schlecht, aber denk dran, Schwungkraft ist der beste Freund des Lombax. Schwing dich um die Voltkurbel, um zu beschleunigen. Easy, Junge, easy.
fühle mich schon ein bisschen wie Iron Man. Gut gemacht. Du lernst schneller als dein Vater. Ich habe da hinten einen letzten Test vorbereitet. Bist du bereit? Ja. Okay, mir nach. Und nun zur letzten Prüfung. Wir testen dein Tempo und deine Geschicklichkeit. Du musst den Parcours in unter einer Minute absolvieren und alle Fackeln schnappen. Wenn du es schaffst, darfst du vielleicht die Hoverstiefel behalten. Ach so, das zählt schon. No. Und los. Oh. Oh shit, das war knapp. Das war eine großartige Hoverstiefel-Vorstellung. Gut gemacht, Ratchet. Dankeschön. Das war aber wirklich nicht schwer. Die Ionenspulen sind wohl angerostet. Das wird schon. Danke. Und was jetzt? Nefarius Festung stürmen? Ihn zwingen, uns zu sagen, wo die Uhr ist? Nefarius wäre töricht, uns das zu verraten. Egal, was wir ihm antun. Aber wir haben einen Vorteil, den ich nicht hatte. Einen Kontakt im Inneren der Uhr. Clank? Wie kontaktieren wir ihn? General, mein Schiff ist hier lang. Nein, danke. Ich hab selbst eins. Triff mich in Axiom City, Planet Terrachnos. Was wollen wir in Axiom City? Kontakt zu Clank aufnehmen. Aha. Sony. Ey. Komm her, Sony. Sony. Wo ist er? Da ist er. Was ist hier denn eigentlich passiert? So Grotte teleportieren, ne? Okay. Ah, guck mal hier, jetzt kann ich auch so gliden, ohne dass ich die direkt ausgerüstet habe. Das ist gut zu wissen. Ort verlassen. Ich habe deine Navi-Einheit angezapft, damit wir kommunizieren können. Verstanden. Was ist in Axiom City? Ein Unternehmen namens Pollux Industries. Sie suchen für Nefarius nach Sony-Technologie. Sie führen eine Datenbank über jedes Obsidian-Auge im Universum. Oh ja, ich habe mal eins auf Murdergraw gefunden. Schade, dass es die hohle Fuiden zerlegt haben. Pollux wird uns nicht einfach ins Gebäude reintanzen lassen. Wir müssen etwas aggressivere Methoden anwenden. Ich bin bereit. Bin so schnell da, wie ich kann. Hui!
Gut. Oh, Entschuldigung. Was ist los, was ist los? Die Planet wird für einen Schwerkraftwerkgenerator geschützt. Dann müssen wir uns anscheinend so einen Sony holen. Noch? Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich schaue jetzt hier auf. Ist ein guter Moment nämlich. Und ich hoffe, es gefällt euch, das Let's Play und das Spiel auch. Also mir macht es auf jeden Fall extrem viel Spaß. Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Und bis dahin, tschüss.